Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2, 3, vielleicht auch 4. Nein, das ist natürlich 3. Wir sind jetzt auf dem Weg und sammeln ein bisschen. Ja, ist ja gut. Sammeln ein bisschen Biotreibstoff. Wir sind fast fertig. Es ist fast die ganze Crew an Bord. Sobald du diesen Astronaut-Chip hast, geht's los. Warte, wo lang? Wo lang? Auf die andere Seite. So. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann auf dem Schiff wird. Oh, voll cool. Ich merke schon, dass ihr nicht kapiert, was wir hier tun. Ich werde es euch schnell. Hier geht's rein. Mein Bruder und ich wurden in einem Käfig geboren. Paps hat gesagt, es sei zu unserem Besten, dass der Rest des Universums voller Banditen ist, die uns in Stücke reißen würden. Und als wir uns endlich befreit haben, stellten wir fest, dass er recht hatte. Banditen, soweit das Auge reicht. Banditen waren die größte ungenutzte Ressource in der Galaxis. Es gibt Milliarden von ihnen in den Borderlands. Menschliche Wracks, Überreste der Konzernkriege. Sie sind gebrochen. Aber bei uns fühlen sie sich wertvoll. Also kämpfen sie für uns und sterben für uns, weil sie endlich einen Platz haben, an den sie gehören. Eine Familie. Meine Familie. Das Universum gehört ihnen, solange sie gehorchen. Ja, sorry, aber nein. Bing, bing. Wow, ich habe noch einen Schuss beim Sniper. Yeah, das ist gut. Warte, dann ist das ein Sniper? Nee. Wenn man andere Sniper aufnimmt, dann nimmt man auch gleichzeitig hier die Muni auf. Nur als kleiner Tipp. So. Dann hier ist ein Kühlschrank. Denk nochmal nach. Der Sniper ist geil. Komm schon, Schlappschwänze! Ja. Na dann. Hallo! Das macht voll Spaß. Noch jemand hier? Ich glaube nicht. Danke, Bär. Oh, ich will mal den Skill auch haben, dass wenn man rausgeht. Ja, ich weiß. Genau, dass der noch ein bisschen weiter steht. Stehen bleibt. Wenn man aussteigt.
falsche Richtung. Und viel Glück noch! Danke. Yo, Ellie. Ich hab den Astronaut-Chip. Endlich! Oh, ich kann kaum erwarten, Pandora zu verlassen. Ich bin schon so lange hier, dass es mir in den Knochen steckt. Und überall anders zählt das als Krankheit. Ah, ja. Oh, ich bin so aufgeregt. Yay, wir werden Pandora verlassen. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass Pandora kein so richtig freundlicher Planet ist. Ich schätze, es ist bei euch immer noch so übel wie bei mir. Wenn also irgendwas auf euch zukommt, erstmal schießen. Wir nennen das den Pandora-Handschlag. Hey, wer zur Hölle bist du? Schön, dich zu treffen. Hier was zu verbinden. Ja, ich mache eine Echo-Serie. Klar gebe ich Autogramme. Okay, gut. So viel dazu. Der Bär ist wieder bereit. Da mache ich mich gleich breit. Ach, keine Ahnung. Hoppa. Da war noch ein grünes Ding. Nicht? Da unten war noch ein grünes Ding. Wie kommt man da denn da hin? Hä? Ah. Hui. So. Let's go. Let's start the show. Da ist er. Narrengruppe. Bam. Entschuldigung. Pass auf dich, Pandora! Du kannst uns nichts mehr tun! Ich bin auf dem Weg zum Schiff. Wir sehen uns, Killer. Hey, ich bin kein Killer. Ich bin ein voll netter Typ. Komm zurück, dann kann ich auftanken. Pack den Zapfer einfach da drüben, Kajot. Eine Sekunde, ich tanke auf. Ich glaube, dass wir nach Promethea aufbrechen. Es wird toll, neue Sachen zu sehen und neue Lagen abzuchecken. Wird Zeit, den Stadtjungs ein paar Sachen zu zeigen, die sie nur aus Naturdokus kennen. Aufgetankt! Raiders! Warte, da gibt's noch was. Die lästigen KDK greifen die Königin weiter an und werden sofort abgeschmettert. Die Königin bin übrigens ich. Mich musste noch nie einer beschützen, das steht mal fest. Ich kann mir selbst helfen, auch auf so einem barbarischen Planeten wie diesen. Aber mich mit den Raiders zusammenzutun, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Wir sind wie eine Familie. Seit Scooter nicht mehr da ist, habe ich auch sonst keine. Oh. Was zur Hölle? Okay. Showdown. Firehawk, gib mir einfach die Karte. Oh nein. Cool. Dann mal los! Hab sie! Du bist eine Sirene? Ja. Nun,
Familie. Ich bin die Sirene. Er ist ein Parasit. Wirklich. Bei der Geburt musste Vater ihn mir abschneiden. Also, ich bin das Einzige, was ihn am Leben hält. Was machst du denn da? Ich kann lebendigem Energie aussaugen. Auch deine, Firehawk. Kammerjägerlegende. Schlechterin des Zerstörers. Firehawk. So viele Titel, so wenig Wirkung. Nun, ich habe deine Kräfte. Jetzt erledige ich dich. Tyreen. Gut. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Du so. Oh, meine Kräfte. Ty, komm schon. Wir sind live in 3, 2. Was geht ab, Brüder und Schwestern? Gottkönigin Tyreen spricht dir live. Wir haben heute etwas ganz Besonderes. Die am meisten gewünschte Hinrichtung. Die große Ketzerin persönlich, der Firehawk. Oh, sieh mal einer an. Smile. Und die ergebensten Anhänger haben die Ehre, sie zu erledigen. Das ist nicht alles. Wir kennen den Weg zur großen Kammer. Ab nach Promethea! Und immer schön liken, folgen und gehorchen. Halb so wild, Lil. Alle Legenden sterben. Du hattest einen guten Lauf, wirklich. Oder? Das sagen die Leute zumindest so. Ich glaub's ja eher nicht. Okay, verschwinden wir von hier. Ich will sehen, ob Katagawa Wort hält. Überlass die Reste den Hunden. Bye, bye. Danke für die Karte. Und deine Kräfte. Ich beende, was du begonnen hast. Bis dann, Firehawk. Oder was immer du jetzt bist. Und was haben wir die ganze Zeit gemacht hier? Da kommen wir nicht durch. Nimm den Lift zur Rampe. Ich versuche die Tür zu öffnen. Kammerjäger. Warte. Den Lift? Wo ist denn der Lift? Ah, da ist der. Sorry. Für dich. Ja, mein Leben ist nicht. Ich hab dir auch. Mhm. Natürlich helfe ich dir. Das Nein. Hier stehe ich und hier bleibe ich.
bleib ich! Ha! Ich nehme mein Chili-Rezept mit ins Grab! Komm runter, KJ! Lee braucht uns! Komm mal, Jäger. Ich kann nicht. Sieh nur, was die Schweine Lil angetan haben! Töte sie, KJ! Warte mal, der Herrscher! Du wirst dich an meinen Arm halten! Hi. Ich hab dich. Auf die Beine, Commander. Danke, Kammerjäger. Oh, es geht schon wieder. Los zum Schiff. Kammerjäger, hier drüben. Behalte du den Astronautenschiff erstmal, Engelchen. Wo geht die denn hin? Gut, also. Unser Commander ist jetzt keine Sirene mehr, so wie ich es verstanden habe. Und die haben die Karte. Also kommt die auch noch zu dem Planeten. Wo geht die denn hin? Naja. Hi. Das ist übel, aber wir können das jetzt nicht besprechen, Amigo. Wir müssen hier verschwinden und das Schiff ist der sicherste Ort, den ich kenne. KJ, auf zum Schiff! Wir müssen verschwinden, bevor mehr von diesen KDK-Pennern angreifen. Okay. Wahrscheinlich dann da hoch. Wo Lilith gerade hingeht. Ui, wir fahren weg. Ist natürlich interessant, was die beiden gerade gesagt haben, so von wegen, ja, das ist nur keine Ahnung mehr. Ja, voll nett. Die haben einen richtig coolen Draht zueinander. So, mal schauen, was haben wir bekommen? Eine ziemlich gute Pistole. Heute muss ein neuer Kaiser den Brückenturm besteigen. So. Gut. Wir haben einen neuen Skill übrigens. Und ich würde sagen, Raketenwerfer. Oder? Achso. Den können wir gar nicht hier auswählen, sondern Rüstung und maximalen Treibstoff. Achso. Achso. So ist das gedacht. Ah ja, okay. Alles klar. Gut. Ich gehe nach dir. Let's go.
Wo war das denn versteckt? Catch a ride. Ooh yeah. Ooh yeah. Sanctuary 3. Moxies. Und ganz. Das sind ja jetzt wahrscheinlich alle, die. Was zum Teufel ist mit dir? Ihre Tattoos sind weg. Lilith ist. Keine Sirene mehr. Heißt das, Tyreen hat jetzt Lils Kräfte? Machen wir die Schlampe platt und holen sie uns zurück. Seid ihr irre? Ich sage, wir bleiben und bauen eine Festung. Wie Claptrap sagt, so wie jetzt stehen unsere Chancen gegen die Kalypsos gleich null. Tyreen will die Macht der Kammer und es gibt sonst keinen, der sie stoppen kann. Wir müssen vor ihr dort sein. Ich bin zwar keine Sirene mehr, aber ein Crimson Raider, wie wir alle. Ich bin bei dir, Lil, durch dick und dünn. Und du weißt, wer hier was ist. Das sag ich doch die ganze Zeit. Dann der sichere Tod. Ich verpasse doch keine Gelegenheit, eine Kammer zu studieren. Also gut, legen wir los. Los geht's! Weiter nach Promethea! Hey Lil, ein Schiff ohne Namen aus dem Orbit zu fliegen bringt Pech? Es hat bereits einen Namen. Sanctuary. Kammerjäger, komm her. Gleich. Nice. Nice, nice, nice. Tennis hat recht. Tyreen ist jetzt gefährlicher als jemals zuvor. Sie hat eine Armee, die Karte. Und meine Sirenenkräfte. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Claptrap, welche Informationen haben wir über Promethea? Ah, Promethea! Eine schillernde Metropole und der Hauptsitz der Atlas Corporation. Vom technologischen Standpunkt her, der fortschrittlichste Planet in diesem Teil der Galaxis. Atlas? Ah. Wir müssen sie dazu bringen, uns bei der Suche nach der Kammer zu helfen, bevor die Kalypsos sie finden. Killer, stöpsel den Astronaut-Chip ein, damit wir Kurs auf Promethea setzen können. Okay. Okay, dann nichts wie weg hier. Haltet euch fest! Dieses Baby hat einen Implosionsantrieb, damit muss man echt vorsichtig sein. Eine kleine Fehlberechnung könnte dieses Abenteuer ganz schnell beenden. Langweilig! Ich hab alles im Griff. Auf nach Promethea! Claptrap, warte! Was hast du getan? Ich glaube, wir haben die Schwerkraft verloren. Was zur Hölle? Unsere Hülle ist gerissen! Der Druck fällt ab! Komisch! Keine Spur mehr von dem Riss in der Hülle! Das liegt daran, dass mein Arsch zwischen diesem Schiff und dem Vakuum da draußen klemmt. Mein Arsch hat eure Arsche gerettet. Sekunde, ich starte den Schwerkraftgenerator neu. So fliege ich nicht gerne. Gut, dass es vorbei ist. Verdammt, der Antrieb ist im Arsch. Navigation und Schub genauso. Bis die Systeme wieder online sind, treiben wir im Weltraum. Ellie, wie lange wird das dauern? Ruhig, Blut, Lil. Ich arbeite ja schon daran. Tu, was du kannst, aber schnell. Kammerjäger, geh und sieh nach dem Rest der Crew, falls jemand Hilfe braucht. Claptrap, lass deinen Arsch auf diesem Loch. Worauf du dich verlassen kannst. Gut. Der hat natürlich wieder alles verkackt. Wir, warte mal. Direkte Treffer verursachen erhöhten Schaden. Ja, nee, Raygun ist gerade besser. Rüstung, maximalen Treibstoff. Ich mach mal den Schaden.
Der muss gerade erhöht werden. Tja, stolz auf dich. Idiot. Idiot. So, es ist übrigens wieder eine halbe Stunde. Danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal schauen wir, was wir hier weiter alles erreichen können. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.